Herzlich willkommen am Stand von Isochemie. Wir präsentieren Ihnen heute unsere neue Produktinnovation, den Isoblockofiller. Die perfekte Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber jetzt habe ich schon die gesamte Messe abgelaufen und obwohl das jedoch die Weltleitmesse für Fenster und Fassaden ist, habe ich keinen Anbieter gefunden, der mir eine Lösung zur Abdichtung von Luftschichten bei zweischaliger Bauweise gefunden habe. Dabei ist das doch so häufig in der Renovierung. Ich habe da gerade so eine Baustelle und das IFT hat gesagt, dass ich nach RAL fachgerecht einbauen soll. Aber nicht mal die haben eine einfache Lösung dafür. Ja, ich weiß. Die meisten Handwerker versuchen den Spalt zwischen den beiden Wandscheiben mit Dosenschaum zu schließen. Dafür braucht man aber auf der einen Seite sehr viel Schaum und muss warten, bis dieser ausgehärtet ist, damit man weiterarbeiten kann. Das kostet wiederum sehr viel Zeit. Oh ja, gibt es da nicht endlich etwas Neues, das den Spalt schließt, dämmt und am besten auch noch vor Schlagregen schützt? Doch, das gibt es. Das ist der Isoblockofiller. Der Isoblockofiller ist genau dafür entwickelt worden. Aha, und wie funktioniert der? Du hast genau 4 Minuten Zeit, mich zu überzeugen. Die Handhabung ist wirklich sehr einfach. Das Isoblockofiller-Formteil besteht aus einem Spezial-PE-Schaum. Sehr flexibel, sodass es in unterschiedlich breite Luftschichtspalten eingedrückt werden kann. Zusätzlich ist ein Dichtungssteg angebaut, also sowas ähnliches wie ein Kompriband, um den Fensterrahmen zum äußeren Anschlag hin gegen Schlagregen abzudichten. Also 2 Problemlösungen in einem Arbeitsgang. Ja, das klingt ja soweit ganz gut. Ich kenne das aber. Dann bin ich auf der Baustelle und habe prompt die falsche Abmessung bei. Und was mache ich dann? Muss ich etwa immer alle Abmessungen mitnehmen oder gar die richtige? Nein, das sollte natürlich nicht so sein. Bei der Sanierung ist die Einschätzung der Bausubstanz, also was kommt nach Entnahme des Fensterrahmens zum Vorschein, immer am schwierigsten. Das machen Sie als Handwerker einerseits mit Ihrer Erfahrung wett. Der Isoblockofiller hilft aber mit einer Flexibilität und einer breiten Maßvariabilität von bis zu 30%. 30%? Das sind ja dann gut 20 mm mit der gleichen Abmessung. Da reicht es ja, wenn ich 1 oder 2 Abmessungen mitnehme. Aber jetzt spann mich mal nicht länger auf die Folter. Wie wird der Isoblockofiller denn nun eingebaut? Ja, wir haben hier ein kleines Modell vorbereitet. Zugegeben, es sieht nicht ganz so aus wie draußen auf der Baustelle, aber das Prinzip lässt sich hier sehr gut erklären. Wir haben hier die Innenwandschale, hier die Luftschicht, in die der Filler eingebaut wird und hier außenseitig die Klinkerschale. Das Isoblockofiller-Profil wird nun schräg angesetzt, dann in den Spalt eingedreht und gedrückt. Du siehst, das geht wirklich sehr, sehr einfach. Und durch die hohe Eigenspannung hängt der Filler sehr gut im Spalt und gleicht Steinversprünge und Unebenheiten perfekt aus. Und der Clou, ähnlich wie beim Neubau, bildet sich hier eine Art Glattstrichebene, gegen die sich hervorragend abdichten lässt. Jetzt noch den Fensterrahmen darüber gestellt. Und man kann sehr gut sehen, wie und wo das Isoblockofiller-Profil sitzt. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Fensterrahmen? Durch Andrücken des Fensterrahmens gegen den Außenanschlag muss nur noch der passende Abstand zur Abdichtung gegen Schlagregen hergestellt werden. Das sind so ungefähr 6 mm. Sieht ja an sich ganz gut aus, aber erfahrungsgemäß sind die Ecken das Komplizierteste. Wie funktioniert der Isoblockofiller denn da? Die Ecken sind beim Isoblockofiller im Gegensatz zu anderen Abdichtungssystemen gar kein Problem. Die Fillerprofile werden an den Ecken stumpf gestoßen. Man fängt beim Einbau am besten oben an, muss dann nur noch den Dichtungssteg an den Seiten passend ausklinken, sodass das seitliche Fillerformteil genau anschließt. Und im unteren Anschluss? Im unteren Anschluss im Prinzip genauso wie an den 3 Seiten, je nachdem, ob eine Steinfensterbank, eine Aluminiumfensterbank oder eine Rollschicht eingebaut wurde, kann auch hier der Isoblockofiller verwendet werden. Möglichkeiten sieht man hier hinten am Monitor. Das schaue ich mir gleich nochmal an. Aber da ist ja jetzt noch ein Spalt zwischen Fensterrahmen und Isoblockofiller. Was passiert denn mit dem? Ja genau, das ist die normale umlaufende Bauanschlussfuge. Wie gesagt, bildet der Isoblockofiller mit seinem Dichtungssteg eine Abdichtung gegen Schlagregen zum Außenmauerwerk. Die Luftschicht zwischen den beiden Mauern wird durch das Formteil wärmetechnisch gedämmt. Und auf der Glattstrichebene kann man nun zum Beispiel ein Multifunktionsband wie unser Isoblocker One zur Abdichtung nach RAL anbringen. Zweite Möglichkeit, man füllt den Spalt mit Dosenschaum, müsste dann allerdings nach innen noch mit einer Folie oder einem anderen Dichtstoff luftdicht abschließen. Das sieht wirklich einfach aus. Ich werde das auf meiner Baustelle gleich mal ausprobieren. Aber so ein Muster nehme ich mir mal noch mit. Wollen Sie auch eins? Und weitere Fragen beantworten wir Ihnen nun gerne am Stand in allen Einzelheiten. Vielen Dank für Ihren Besuch.